Hi, ich bin Pamela von der Brettspielgarde. Ja, je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist heute Vatertag und erstmal allen Vätern, egal ob jetzt Kindsvater, Hundsvater, Katzenvater, wie auch immer, alles Gute zum Vatertag. Ja, ich hoffe, ihr macht etwas Schönes. Vielleicht spielt ihr auch das eine oder andere und deswegen gibt es heute nämlich einen Tipp von mir. Und zwar, ich habe ja auch letztes Jahr und vorletztes Jahr euch immer schon Spiele gezeigt, die gerne von Vätern gespielt werden, unter anderem auch von meinem Vater. Und falls ihr die anderen Videos noch nicht kennt, auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Ich denke mal, da sind bestimmt immer interessante Spieletipps dabei, ob jetzt für euch selber oder vielleicht für eure Väter. Und deswegen habe ich heute auch ein Spiel für euch, das meinem Vater auf jeden Fall gefallen hat. Und zwar ist das Pictionary KI. Ja, im Spiel geht es darum, dass jeder von uns Begriffe zeichnet auf einer Tafel. Und der Witz im Spiel ist, dass man dann vorhersagt, ob die KI das wohl erraten wird oder nicht. Ja, dafür gibt es dann auch eine App. Über die App wird auch das Spiel ganz kurz erklärt, aber viel ist das ja jetzt auch nicht. Ja, man braucht hier also ein Handy, aber das hat man ja sowieso immer dabei. Ja, jeder von uns hat dann auch einen Spielmarker und dann gibt es auch so eine Leiste, die man fortschreitet. Und wenn einer von uns das Ziel erreicht, hat derjenige gewonnen. Ja, das kurz zum Spiel. Im Spiel ist alles dabei, was man braucht. Ja, da sind halt diese Tafeln dabei und die Stifte und auch ja, so ein Gestell, wo man das Handy draufpacken kann und so weiter. Jeder bekommt dann eine Tafel, die passenden Marker und einen Stift. Und ja, dann geht's auch schon los. Eine Runde läuft dann so ab. Jeder von uns zieht immer eine Karte, dann zwei Begriffe drauf. Wir haben es dann immer so gemacht, dass man sich einen aussuchen kann, was man vielleicht auch besser zeichnen kann. Dann zeichnen alle. Das sind 30 Sekunden, die man Zeit hat. Das wird auch alles über die App gesteuert. Und wenn alle fertig sind, dann tippt man, ob die KI die Bilder der anderen errät oder nicht. Jeder von uns hat einen Pluschip und einen Minuschip. Mit dem Pluschip tippt man, dass die KI das Bild richtig errät und mit dem Minuschip genau das Gegenteil. Ja, und dafür gibt es dann eben Punkte, wenn man richtig gelegen hat. Ja, mit der App und dem Handy kann man das Ganze dann quasi einscannen und dann schaut man, wie das Ergebnis aussieht. Das macht Spaß. Einen Moment noch. Ich glaube, ich sehe hier einen Stuhl. Ja, wenn man dann richtig gelegen hat mit seiner Vorhersage, kann man mit seinem Spielstein auf dem Spielbrett weiter fortschreiten Richtung Ziel. Es gibt aber auch zusätzliche Punkte für einen selber, wenn die KI das Bild errät und auch einen Punkt zusätzlich, wenn die KI das Bild errät und alle anderen dagegen getippt haben. Wenn alle dann durch sind, gibt es wieder neue Begriffe und das Ganze spielt man dann immer so weiter, bis einer von uns das Ziel erreicht hat. Es gibt auch noch einen Challenge-Modus, das heißt, dann zeigt man noch unter erschwerten Bedingungen, zum Beispiel mit geschlossenen Augen oder mit einer Hand oder was auch immer. Jetzt einmal kurz zum Fazit. Also die Idee hat uns wirklich super gefallen. Wir haben das Spiel auch ausgesucht, weil mein Vater unheimlich gerne zeichnet. Ne, als Grafiker nicht weiter verwunderlich. Im Spiel ist alles dabei, was man braucht. Da ist auch so ein Gestell bei, wo man das Handy drauflegen kann und so weiter. Aber da haben wir festgestellt, der Scanner erkennt dann die Bilder nicht so gut. Also man kann es dann doch besser in der Hand nehmen. Es ist aber so, man sollte sich schon klar machen, dass das mehr so ein Spaßspiel ist. Ne? Also die KI erkennt noch lange nicht alles, auch wenn das noch so toll gezeichnet ist. Also wir haben irgendwann gelernt, weniger ist mehr. Also mein Papa zeichnet ja unheimlich detailliert und so weiter. Und das erkennt die KI dann teilweise trotzdem nicht. Ne? Teilweise ist auch ein bisschen witzig, was die KI daraus erkennt. Also wir hatten wirklich ganz oft Blitz und ganz oft Busch, obwohl das nicht im geringsten so aussah. Ne? Manchmal sind aber auch Sachen dabei, die die KI erkannt hat, wo man dann beim genaueren Hinsehen auch denkt, ja, hätte auch sein können. Ne? Also die KI ist aber auch lernfähig. Ne, kann auch sein, dass sich das noch so ein bisschen entwickelt. Das Bild wird verarbeitet. Ich sehe was, was du nicht siehst, und zwar einen Löffel. Aber grundsätzlich finden wir die Idee total witzig, weil es ist ja gut gemacht, dass man eben tippen kann, ob die KI das Bild erkennt oder nicht. Und manchmal kann es auch einfach witzig sein, obwohl das Bild vielleicht noch so toll aussieht, einfach dagegen zu tippen. Und dann bekommt man ja auch Punkte. Und dann kann manchmal auch strategisch ja, interessant sein. Ja, aber grundsätzlich ist natürlich alles ein Spaßspiel. Und ich sag mal, der Spaß ist die Hauptsache und wir haben uns teilweise wirklich weggeschmissen,
weil die KI dann ein hungriges Kaninchen erkennt. Ich wüsste gar nicht, wie ich das zeichnen soll, aber gut. Ja, auf jeden Fall ein wirklich lustiges Spiel. Jetzt werden wieder viele sagen, oh, da braucht man ein Handy. Ja, aber wir fanden es auf jeden Fall ganz witzig, weil ein Handy hat man immer dabei. Und es ist eigentlich ganz lustig, was bei dem Spiel so rumkommt. Ne? Also wenn ihr sowas mögt, auf jeden Fall unbedingt mal anschauen. Ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, dann nicht böse sein, wenn die KI das Bild nicht erkennt, auch wenn es wirklich gut gezeichnet ist. Aber kann ja auch sein, dass sich das Ganze noch so ein bisschen entwickelt und in ein paar Jahren sieht das Ganze vielleicht auch schon anders aus. Ja, das einmal kurz zum Spiel. Und jetzt schreibt doch gerne mal, was vielleicht eure Väter gerne spielen. Das interessiert mich ja auch immer. Und dann war es das schon von meiner Seite. Und ihr seht mich spätestens beim nächsten Video. Alle vier Brettspiele, ein Brettspiel für alle. Tschüss!